Hallo zusammen, willkommen zu einer weiteren Folge von der Familie McElly. Jetzt geht's weiter und heute tun wir auch die erste Tagespflege starten. Es ist Sonntag, das heißt, ich nehme an, die Eingeladenen, die werden auch kommen. Ja, das Jugendfest, genau. So, Tanaya ist gleich fertig mit Baden. Danach gehst du mal schön noch duschen. Du hast es nicht angemacht. Das ist natürlich ganz toll. Nicht cool. Ich habe gedacht, wir hätten das gemacht. Oh, hätte ich durch Stinky gemacht. Ja, die anderen sind natürlich besser, wo man nicht die ganze Zeit hinterher sein muss. Stimmt, daran habe ich nicht gedacht. Ne? So, dann komm mal raus jetzt hier. Du hast echt ein bisschen Arbeit. Das machst du nämlich auch sauber. Und ja, ich würde mal sagen, was machst du? Oh, die kratzt schon. Süß. Also du könntest dich mal anziehen. Das. Oh, wie süß. Ach, das ist ein so schönes, ein so schöner Haufen hier. Macht richtig Spaß, hier zuzugucken. Ja, ganz toll, Paolo. Möchte vorbeikommen und abhängen. Ja, du kannst gern vorbeikommen. Wir starten zwar jetzt die Tagespflege, aber macht ja nichts. Versammlung starten. Oh, cool. Gleich kommen sie. Ich bin mal gespannt, wie das läuft, Leute. Okay, Richtungsinfo. Was haben wir denn da? 600... Weil die müsste eigentlich auch bald mal kommen. Leute. Mal gucken. Mach mal bitte schnell sauber. Bevor hier Paolo da ist und die Kinder. Oh, er ist schon da. Komm rein. Herbeirufen. Polizistenwitz machen. Erstmal einen Witz reißen. Und von Katzen schwärmen. Ja. Oh, was ist mit dir? Sitzt du da drin? Soll ich dich mal ausschimpfen, oder was? Jetzt lass deine Wut nicht an Nala aus, sonst, ne? Kannst du gleich gehen. Wir tun ihn aber ein bisschen kennenlernen. Ich glaube, das Essen machen wir mal im Kühlschrank. Wie, hat schon wieder eine Schweinerei gemacht. Nein, Junge! Die Leviten lesen. Nee, wir machen hier Maßregeln. Anschreien, nein. Anordnen. Konnte man nicht hier Auszeiten verhängen? Wie war denn das noch? Bei Bedürfnis helfen. Ja, aufräumen. So. Tagespflege, voll cool. Und schon seid ihr schön am Spielen. Ihr könnt euch natürlich auch mal vorstellen. Ira ist da. Über Superhelden reden. Und du bist traurig, wieso? Guck mal, Alexander ist da. Zieh dich mal bitte um, Kleine. Dann sagst du mal Hallo mit Fremden reden. Ach, wegen Töpfchenunfall, hä? Genau. Wir müssen mal ein bisschen noch hier quatschen. Euch müssen wir auch mal kennenlernen. Okay, das wird ein wilder Haufen hier. Was machst denn du schon wieder, Leute? Das ist nicht cool. Jetzt sind wir mal ein bisschen enttäuscht. Wir machen mal ein bisschen auf Manipulatschi hier. Das kannst du doch nicht machen. Ich habe doch vorhin erst und alles. Mensch, Maya. Und noch eine Putzgruppe. Und wir müssen mal hier mal ein bisschen Hallo sagen. Wir tun ihr mal nach Lieblingsfarbe. Ihr, ihm, ihrer. Moment mal, wir gucken jetzt mal gerade, ob das ein Mädchen oder ein Junge ist. Kind.
Ja, sehr praktisch. Das ist ja sehr praktisch. Wir gucken mal das Profil. Da steht auch nichts dabei. Okay, schade. Ich habe gedacht, man sieht das irgendwie. Wir können aber der Agnes mal eine SMS schicken. Ist ja nicht so, als hätten wir Zeit dafür. Hier ist was los, Leute. Echt. Hier, der macht schon wieder Schweinerei. Das gehört aber nicht hier zum Gruppendings. Echt jetzt? Das ist, ja. Das ist echt doof. Weil ich glaube, so wird jetzt jeder Tag hier aussehen, ne? Das ist echt. Imran. Okay. Oh, blau ist ihre? Weiß ich gar nicht. Okay, ihre mag die Farbe rot nicht. Mensch, Mensch, Mensch. Die Leviten lesen. Wie ihm haben wir doch eben erst hier, ne? Gesagt, er soll keine Schweinerei machen. Jetzt aber Schluss hier, Junge. Oh, wir machen jetzt mal schnell hier sauber noch. Und du kannst mal hier Hallo sagen. Und über Spielzeug reden. Und die Schüssel müsstest du auch mal noch füllen. Also, Spielzeug haben wir genug, glaube ich. Ah, wir können die hier ernten. Schau mal an. Zusammen bewässern. Das ist auch nicht schlecht. Wir verkaufen die. Ja, wir verkaufen die jetzt auch mal. Wir brauchen nämlich echt Kohle. Bald kommt die Rechnung. Ja, und du bist hier mittendrin, Junge, ne? Über Kochen reden. Von Kochen schwärmen. Ah, er holt sich schon. Das ist gut. Das ist gut, dass ihr euch was holt. Wir müssen aber trotzdem was kochen. Ich guck mal. Grillkäse, Macaroni und Käse. Diesmal die Partygröße. Ja, es wird frisch gekocht. Ich habe gerade überlegt, die könnte natürlich auch vorkochen. Aber ich glaube, ich probiere mal, dass wir dann meistens frisch kochen. Ich denke, das ist irgendwie schöner. Oh, guck mal, was ist hier? Eine Glockenblume. Kriegen wir die ins Inventar? Ja. Cool. Ich weiß nicht, wieso die hier ist, aber vielleicht weil Frühling war. Ist auch möglich. Die können wir vielleicht dorthin pflanzen. Oh, das da müssen wir auch noch ausmachen. Leute, wir haben hier echt einen Haufen zu tun. Das ist ja echt unglaublich. Die Bude sieht aus. Cool. So, jetzt aber pflanzen. Schaut mal, ihr könnt auch hier draußen was machen. Sandburg bauen, Sandskulptur bauen mit. Okay, du kennst jetzt nur die. Kennst du noch jemand anders? Ah, du kannst nur mit einem kleinen Kind. Ja gut, dann macht ihr das halt zusammen. Und danach musst du wahrscheinlich Baby machen gehen. Kannst du noch Hallo sagen? Mit Fremden reden. Über LKW reden. Oh. Du musst nicht direkt was essen. Wieso holst du dir immer direkt was? Na okay, du nutzt jede Gelegenheit, Tanaya, ne? Ich verstehe schon. Aber wir könnten eigentlich zum Essen rufen machen. Wir haben nur zu wenig Stühle für die anderen Kids noch. Zusammen ein Gericht nehmen. Okay, dann mach das mal. Das ist eigentlich besser. Da können die sich nämlich was holen. Okay, er holt sich wahrscheinlich jetzt noch was. Kannst du das jetzt abbrechen und die anderen essen trotzdem? Ich glaube schon. Ich glaube, das geht. Hä? Was tust du? Tu mal bitte bewässern. Und du kannst hier im Sand spielen. Oh, wie schön.
Ihr könnt auch im Sand spielen kommen. Der Sandkasten ist nur ein bisschen klein für alle. Ja, spiel mit. Jeden. Jetzt gehst du natürlich Nickerchen machen, ne, Kleine? Oh, das ist so süß einfach. Gut. Das müssen wir natürlich auch noch machen. Oh je, der hat hier so eine Rolle gemacht. Er hat so eine Rolle gemacht. Für mich wird das, glaube ich, meistens eine Sie sein. Ich weiß auch nicht. Kleine Babykatzen sind irgendwie so. Na? Cool, hä? Ich hoffe, die sind gerne hier. Wir haben jetzt zwar noch nicht so viel mit denen gespielt. Oder sich uns unterhalten. Oder uns unterhalten. Aber wir haben ja hier Action ohne Ende. Und wer das hier reparieren soll, ne? Oh Gott, oh Gott. Das wird was. Voll das Chaos. Gut, das können wir weglegen. Nee, können wir nicht. Weil da jetzt jemand gleich zugreift. Ich glaube, Paolo ist weg, ne? Na, kommst du rein? Und den Müll müssen wir gleich rausbringen. Okay. Ich glaube, ihr habt mir schon geredet. Mit Alexander noch nicht so viel. Jemanden parodieren, macht das mal. Und Tag verschönern. Das kommt jetzt mal rein. Dann kannst du hier aufräumen. So, dann erzählt mal, was ihr so für Hobbys habt. Ich lese voll gern Bücher. Oh, okay. Da haben wir bestimmt auch noch ein paar. Oh, du hast Pimpy full. Oder was? Oh ja, baden. Baden, ganz wichtig. Und du gehst auf die Toilette. Sehr schön. Naja. Die Kleinen einfach, ne? Ach, schön, Leute. Das da ist echt... Ja, ich find's toll. So, kannst du noch ein paar Fotos machen? Guck mal, hier haben wir zum Beispiel ein Fantasy-Abenteuerbuch. Guck mal. Wenn du Bock hast, Alexander, kannst du lesen. Dann mal Fotos machen. Ja, was erzählst du? Tja, viel Geschirr jetzt, ne? Und da liegt noch was, ne? Ah, hier ist auch noch ein Buch. Die Vielfraßspiele. Ja. So, hier könnten wir eigentlich auch mal einen Rahmen drum machen. Was nehmen wir denn? Helles Holz? Blau? Blau? Blau. Schön. So, da haben wir das auch schon mal gemacht. Und du quatschst schön hier. Tu mal noch nach Schule fragen. Nach dem Foto. Süß. Ja, hier ist was los. Ja, es sind jetzt nur, um ein bisschen Geld zu verdienen. Wer auch immer die es kaufen mag, ne? So. Die hier. Weg damit. 33 Leute. Das ist schon mal besser wie nix. Das ist echt gut. So, die Miezekatze hätte ich jetzt auch gerne hier. Hä? Nee, nee. Aus und hier, hier hin. Rahmen, glaub. Gut. So, ich hole mal schnell für die Blaubeere und für die Böhnchen mal noch so Töpfe. Ich glaube, die waren auch nicht so teuer. Gucken wir mal. Ja, 50, okay. Ich hole nur einen, glaube ich. Welchen nehmen wir denn? Den. Ja.
irgendwie so. Dann machen wir die hier. Weil ich hätte gerne auch den Bohnenwachs. Das war doch, glaube ich, so, oder? Nee, grüne Bohnen haben keinen Wachs. So, wir machen die grüne Bohnen hier rein. Pflanzen. Die Sojabohnen, die machen hier Wachs. Ja, die haben wir, glaube ich, gar nicht. Ah, ja, über Musik reden. Ja, Musikinstrumente waren auch noch gar nicht übel. Ich würde auch sagen, wir beenden jetzt gleich mal die Tagespflege. Es ist schon 19 Uhr. Es ist noch genug zu putzen hier. Ach schön, Leute. Mir macht's Spaß. Ist das vielleicht eine Sommeraktivität? Ja, genau. Das ist im Sandspielen. Da ist so ein Daumen dann dran hier. Cool. Das ist auf jeden Fall sowas. Daran sieht man das dann nämlich. Gut, dann tun wir mal jetzt beenden. Dann gehen die nämlich nach Hause, denke ich. Oder? Bitten abzuhängen. Ich weiß nicht, ob die jetzt heimgehen. Doch, die scheinen heimzugehen. Nee, nicht lesen. Du musst jetzt mal hier sauber machen. Und wir gucken jetzt mal, wie es unseren Babys geht hier. Du bist dort am Mittagsschlaf machen. Du kannst aber eigentlich mal noch was essen. Ja, holen wir mal Zeug aus dem Kühlschrank. Ich will ja nicht, dass er die Nacht nochmal aufstehen muss. Ja, vielleicht kann er jetzt einfach sowas futtern. Ein Gericht nehmen. Okay, und hier hast du noch Zeug. Im Inventar. Und du? Ich könnte mir eigentlich mal baden, oder? Nee, dich baden wir, guck mal. Ach, du frägst schon nach dem Bad. Sehr gut. Das ist natürlich gut. Dann gehen wir noch aufs Töpfchen. Da kannst du auch noch was futtern. Tschüssi. Ja, du bist schon müde, ne? Das glaube ich dir. Das glaube ich dir. Die Tina hatte geschrieben, ob ich da vielleicht einen gewissen Wert nehme pro Kind und den dann ihr draufrechne. Ich überlege mir das mal noch. Das ist eigentlich eine gute Idee. Aber ich habe, ja, ich bin halt so ein bisschen fauli, sag ich mal. Wir könnten auch einfach so einen Tagessatz nehmen, wenn sie überhaupt das offen hat. Oder wir machen es einfach gar nicht und tun es irgendwie so ein bisschen durchschlagen. Weil wenn der Garten mal ein bisschen läuft und vielleicht auch die Blumenbinderei oder die Malerei, dann ist das irgendwann auch egal. Und vielleicht findet sie auch noch einen schönen Partner oder so, der dann vielleicht auch noch ein bisschen unterstützt. Gucken wir mal. Sehen wir dann. Ja, schön baden gehen. Schön baden gehen. Du machst Pampe, ne? Du machst hier schön Pampe. Ach ja. Yum, yum, yum. Jetzt hat er gleich einen Zuckerschock. Zucker, Zucker, Zucker. Ja, ja, dann mal auf. Oh, wie das hier aussieht, Leute. Ja. Aber sie ist inspiriert. Wegen wer mal kreativ? Kreative Sims sind schneller inspiriert als andere. Geteilte Freude und jetzt geht's ihr schlecht. Mhm. So. Wolltest du nicht noch was essen? Oh, das ist leer. Das ist natürlich nicht so schön. Komm mal hier hin. Wir holen mal was anderes raus. Ja, es wird ein bisschen stressig. Guck mal, hier ist ja noch irgend so ein Rest gewesen. Ich weiß nicht, ob der dir reicht. Falscher Sim. So. Okay, und das hast du noch im Inventar. Das kannst du eigentlich auch mal für die anderen Oma liegen lassen. Okay. Mal gucken, ob es ihr reicht. Vielleicht nicht, vielleicht schon. Du wirst auch baden. Ach, Junge. Ist sie eigentlich sauber geworden? Ja, sehr schön. Er will auch baden. Geht dann auf.
Danach ist aber Schluss. Das wird was, ey. Danach muss ich noch andere Sachen machen. Vor allem die welche hier, ne? Die gammelt bald. Gammelwäsche, yay. Ja, wir müssen den Reparaturfuzzi engagieren, geht ja nicht anders. Sollen wir das heute Abend noch machen? Naja. Gut, würde man sagen, du gehst mal ins Bett. Nee, ich glaube, Grace hatte hier geschlafen, ne? Ah ja, schau mal, sie geht schon her. Denn man kann die leider immer noch nicht zuweisen, das ist ein bisschen schade. Für alle geht's, außer für die kleinen Pupsis. Aber gut. So, dann ruf mal schnell an. Damit der gleich da ist. Zwei linke Hände, den Hammer zu schwingen und Nägel zu versenken, gehört nicht zu den Lieblingsbeschäftigungen von Tanaya. Soll sich Tanaya jegliche weitere Blamage ersparen und zugeben, dass sie Geschicklichkeit nicht mag? Gute Frage. Ich werde sie, glaube ich, nicht dazu zwingen, Geschicklichkeit zu üben. Auch wenn es praktisch wäre. Sie mag es nicht. Okay. Katzenklo ist auch wichtig und die Töpfchen hier. Was ist denn Apfel im Inventar? Jahreszeit ist Herbst. Okay, vielleicht kannst du eine Banane essen. Was machst du? Zuschauen, wie sie schläft. Kannst da gleich selber ins Bett gehen. Okay, sauber machen. Und hier das Zeug eigentlich auch, ne? Aber es ist so viel zu tun. Vielleicht noch das Klo sauber machen. Ah, ich glaube, in dem Mülleimer ist bald kein Platz mehr. Nein, ich habe keine Mülltonne draußen. Echt jetzt? Ups. Och nö. Ich habe echt nicht an die Mülltonne gedacht bei dem Haus. Das sei jetzt doof. Apparate, ne? Verschiedenes. 80. Ich weiß, dass das eine Mülltonne, die muss man nicht leeren. Ich weiß nur nicht, ob die als Außenmülltonne benutzen. Oh je, wir könnten... Oh, ja gut, die kosten nur 10. Das ist natürlich ein bisschen gecheatet vielleicht. Aber wir könnten die hier nehmen. Ja, wir nehmen die. Vielleicht in dunkel. Mach mal Tag hier. Nee, ich glaube, wir holen die hellere. Ja, komm, dann nehmen wir halt die weiße. So, die kommt jetzt mal hier hin. Einfach. Oh, ich habe keine Mülltonne gehabt. Und das Geld ist flöten. Nee, nix da. Und du, Junge, du gehst ins Bett. Gute Nacht. Und jetzt haben wir kein Geld für den. Oh, Moment, Moment. Wie kriege ich denn jetzt das Geld zusammen? Jetzt habe ich die Mülltonne gekauft. Eins. Vielleicht müssen wir eine Couch verkaufen. Och nö, Mensch. Ich will mal alles auf einmal. Vielleicht tun wir auch das Blumenbinden-Ding verkaufen. Ich guck mal gerade. Weil der will, glaube ich, 100 irgendwas. 200 kriegen wir dafür. Ich verkauf's. Ich glaube, bis wir das mal machen, das dauert. Okay, jetzt kann er sein Geld kriegen. Ich hab Geld, guck. Ich hab Geld. Luigi. Genau. Fitnessfähigkeit vom Putzen. Cool. Das ist natürlich auch cool. Gehst du nicht ins Bett? Wurdest du geweckt oder was? Nee, du hast noch gar kein Schlafzeug an. Komm, geh schlafen. Ja, die Tiere wecken natürlich die Kinder. Wir können natürlich so einfach die Türe schließen. Ich glaube, hier ist keiner drin, ne? Tür abschließen für
Alle Tiere. Das können wir ja am nächsten Tag wieder aufschließen, wenn ich nicht vergesse. Ja, damit die nicht geweckt werden. So. Ja, jetzt kann sie natürlich den Müll leeren gehen. Sehr gut. Oh, oh, oh. Tja, so ist das, ne? Wenn man es vergisst. Durchnässt, weil Kleinkind gebadet hat. Das muss jetzt auch noch sauber und dann kannst du endlich schlafen. Ja, okay, vielleicht noch auf Toilette. So viel Zeit haben wir noch. Am nächsten Tag werden wir jetzt mal abwarten, ob es eine Geburtstagsparty wird. Weil ja anscheinend sie Geburtstag hat. Aber dann haben die beiden. Es wäre mir eigentlich lieb, würden die alle an dem Tag Geburtstag haben, am Dienstag. Müssen wir mal abwarten, ob das klappt. Gewitter. Okay, wir haben hier Sommergewitter, kriegen wir. Hat denn jemand was im Sand gefunden von euch? Das sieht nicht so aus, ne? Na gut. Guck mal, jetzt bist du fertig. Das da trocknet von selber. Und das da müssen wir halt dann später wegräumen. Hä, was ist denn los? Wolltest du jetzt da rein oder was? Nee, da ist zu. Lee, da ist zu. Gute Nacht. Und ich sage es auch mal auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Könnt mir auch gerne ein Abo und ein Like da lassen, wie ihr Bock habt. Und dann mal bis zum nächsten Mal. Ciao!